Hey, ihr tapferen Wikinger und Holzbootfahrer. Ja, gibt ein neues Patch. 1.2.1 ist draußen. Habt ihr auch schon was von gehört? Ein paar Sachen. Was interessant ist, es gibt jetzt für das Schwert, Fischschwert, die Fische. Die zeige ich euch heute, wo man die bekommt. Gibt noch ein paar andere Sachen, die rausgekommen sind. Zu der Altärrüstung, zum Retter und zum Meteor. Neue League. Zum Meteor League. Dann die Glitsche, die noch funktionieren, Silber machen für alte Hasen, die wissen das schon, aber eben auch für viele Spieler, die neu anfangen, und Tungsten, Titanfarben, Kupfernickelbarren, solche Sachen. Da gehen wir jetzt mal rein, bleibt dran. Wenn euch das Video gefällt, Daumen hoch, Abo wird mich freuen. Bis daher unterstützt kleine YouTuber. So, jetzt gehen wir mal rein. Jetzt sind wir hier drin. Sind wir im Spiel. Und zwar, ja, ach Gott, fangen wir mal mit vielen Neuigkeiten an. Die Spike-Outfit, die Bike-Rüstung und die Altair-Rüstung wurden also upgegradet mit dem letzten Patch oder mit dem Patch. Die sinkt hier, die macht mich ganz nervös. Ich muss mal ein Stück weggehen. Kriege ich sofort Plack. Wenn jemand da links in meinem Ohr hinter mir singt oder summt. So, die Altair-Outfit, das Altair-Outfit seht ihr hier. Da unten wurde jetzt abgegradet. Jetzt gibt es also eine Platin-Diamant-Rune, kann man jetzt reintun. Und zwei normale Runen. Vorher war ja nur eine normale Rune möglich. War ja etwas schwach. Die anderen Rüstungen, ja, die habe ich alle schon oben. Also, das Altair und die Bayek-Rüstung oder Gewand soll genauso sein. Auch abgegradet. Ja, das damit erwähnt. Dann gibt es, es wurde was Neues im Game-File gefunden. Ja, die Challenge from the Gods, also die Challenge von den Göttern. Naja, nachdem man also der Eivor Zeuge ist, dass etwas vom Himmel gefallen ist. Also der Meteor, es sind ja schon an zwei Stellen Meteore in England runtergefallen. Da habe ich da schon mal ein Video zugemacht, wo die runtergefallen sind. Da gab es aber nichts Besonderes drin, aber es sind halt runtergefallen, ja. Also nachdem der Eber das gesehen hat, soll er eine mysterious alte Lady treffen, die weiß oder die weiß von einem Geheimnis. Und das wird sie ihm dann mitteilen. Und dann steht hier noch, wer soll Raventhorpe erreichen? Und man soll die Crash-Site, also die Absturzstelle des Meteoriten, untersuchen. Das sind hier also die internen Nummern dazu. Und das hier ist die ganze Challenge. Okay, also gibt es eine Challenge zum Meteor, der fällt runter. Dann muss er eine alte Frau treffen. Und dann gibt es ein Geheimnis. Gut, haben wir gesehen und für gut befunden. Das war das Thema. Und eben auch schnell abgehandelt. Wieder mal keine 8-Minuten-Video dazu. So, jetzt gehen wir noch kurz zum Redder. Der hat hier neue Sachen diese Woche im Shop. Zeige ich euch Hallo. kurz noch. Hallo. So, mal Was gucken. bietest du heute an? Und zwar hat er hier Valkyria, Tattoo und Stevenkopf ist nicht so wichtig. Dann hat er aber hier die Rüstung dazu. Also wenn ihr schon andere Valkyria-Satz-Rüstteile habt, damals abgegriffen von dem Glitch aus den Ubisoft Deathboxen, dann könnt ihr euch das zu holen. Lohnt sich. Der Schild, ja, gut. Ist jetzt nicht der Reiser. Vielleicht für die Sammlung. Nice to have. Dann hier düstere Krone, der Helm zum düsteren Satz. Ist eine gute Sache. Wenn er düsteren Satz sammelt, dann lohnt sich der auf jeden Fall. Und wenn ihr das Ganze habt, dann habt ihr eben nach jedem Töten etwas Gesundheit wieder her. Ist wieder gute Deutsch. Kann man schön deutschen. Und hier halt der Vogel, Seiter. Naja, in Gold. Ja, wenn man auf Gold steht und das Aussehen, ist es ein schönes Ding. Gut, dann haben wir das gesehen. Dann muss ich jetzt weg. Wir sehen uns bald wieder. Also dann, leb wohl. Ciao, ciao. Ja, dann zu den Fischeln. Für das Schwert, Fischschwert, das im Moment noch nicht gibt oder im Moment rausgenommen wurde, aber ihr bekommt es dann legitim im nächsten Patch. So wurde es mal versprochen, zumindest in Ubisoft. Und dazu gibt es eben jetzt die großen Fische. Zeige ich euch, wo es die gibt. Dann zu den Glitschen, die noch funktionieren. Und wo man Titan-Tungsten farmen immer noch kann, wo das noch funktioniert. Und XP-Punkte. Noch so ein paar Kleinigkeiten.
Da kommen wir jetzt dazu, da gehen wir jetzt rein und noch den Trick probieren mit den verschlossenen Türen oder eben Barrikaden. Türen, Barrikaden dasselbe. Türen brauchen wir naja, 1, 2, 3 Schuss, damit sie aufgehen. Barrikaden normalerweise nur einen. Wenn ich jetzt da drauf baller, tut sich mal nichts. Wenn ich jetzt einen aufgeladenen Schuss mache. Watsch, kaputt ist es. Also einfach die Fertigkeit aufgeladenen Schuss. Mal sehen, wo die Fähigkeit, meine ich, hier ist. Das war die hier. Brandpulverfalle, ne? Genau. Brandpulverfalle. Habe ich auch mal ein Video dazu gemacht, wo man die findet. Verlinke ich nochmal. Dann bekommt er die Türen und die Barrikaden einfach auf. Also das funktioniert auch noch. Dann mal zum nächsten Punkt. Dann kommen wir mal. Ach, jetzt muss die Katze streicheln. Komm mal her, Katze. Streichel. Ei, die. Guck doch. Brrr. Schnurrkatze. Ja, dann kommen wir mal zu dem Silberglitch. Unendlich Silber machen. Klar, die alten Füchse von den Wikingern. Die uralten Wikinger. Die wissen das locker. Die wissen das schon lange. Aber es geht ja darum, ob das eben nach dem Patch 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1 irgendwas immer noch geht. Und das sollte, nach dem letzten ging's noch. Jetzt schlafen die Kerle natürlich. Ich zeig mal, was es bei dem Silberglitch überhaupt geht. Und zwar gehen wir ja für den Silberglitch Richie Rich reich werden. Gehen wir nach Lunden. Hier, Lunden. Da, Schnellreisepunkt oder da. Dann gibt es hier ein Händler. Der Trick geht also so: Man geht hier, es sind drei Bettler, die pennen nachts. Man geht zu denen hin, gibt denen also 5 Münzen. Und für die 5 Münzen ein paar Mal geben, dann gibt es pro 5 Münzen oder fast pro 5 Münzen. Das hat sich ein bisschen unterschieden, je nach Xbox oder PlayStation 5 oder wie auch immer. Gibt es dann eine Rune. Und dann bei den Runen, lass mal gucken. Das war, ich habe natürlich jetzt hier einen Haufen Runen. Jesus, habe ich viele Runen. Hier sind sie. Da habe ich vorhin noch eine bekommen, und zwar Rune der verketteten Wut. Gut, die Runen könnt ihr auch, wenn ihr genug Silber habt, könnt ihr jeden Tag da beim Händler Runen kaufen. Lohnt sich, weil er kriegt da alle möglichen Runen zusammen. Also, Rune der verketteten Wut, die gibt's. Und wenn man die halt bekommt, wenn man 5 Taler hergibt, dann, und beim Händler verkauft diese Rune, dann bekommt man eben 58. Wie gesagt, der Händler ist ja hier auf der Karte. Hier ist er. Da geht man dann hin, verkauft die Rune, bekommt 58. Und jetzt müssen wir mal gucken. Also wenn sie pennen, einfach hingehen, einmal meditieren. Ja, da ist er. So, jetzt mal geben. Jetzt, Leute, Münzen geben. Ja, deine Leute, ihr seid gar nicht so übel. Wir haben eine Kleinigkeit für dich. Oh. Was? Mhm. Danke. Danke. Ich danke dir. Und? Gibt's eine Rune? Ja. So. Jetzt rufen wir kurz den Raben. Das war der Zeig Trick. Zeig mir, was vor uns liegt. Und können wir wieder Münzen geben? Jawohl. Du und deine Leute, ihr seid gar nicht so übel. Ah. Da. Wir haben eine Kleinigkeit für dich. Und wieder eine Rune. Achtung. Ich danke dir. Zack. Hopp. Rune kommt. Raberuf. Raus. Münze geben, Runekrieg. So jawohl. Yeah, wir haben eine Kleinigkeit für dich. Und wieder kommt eine Rune. Danke, ich danke dir. Und zack, wieder eine Rune da. Und jetzt eben hier zum Händler rennen und die Runen verkaufen. Wir rennen jetzt mal zum Händler rein. So, ganz kurz. Was kann ich jetzt dir heute anbieten? Mal gucken. Wir verkaufen. So. Rune der verketten Wut, eben haben wir bekommen. 5 Münzen gegeben, eine Rune, verkaufen 58. Ich habe das gesehen, Wert 58. Und das macht halt Silber. So kommt man zu viel Silber. Chaveng, Richie Rich, könnt ihr schön in den Münzen baden. Oh, alles klar. Tungsten, Titan, XP-Punkte. Da sind wir auf dem Punkt. Das sieht so aus, als ob es noch geht. Ich zeige mal kurz auf der Karte, wo wir sind. Wir sind hier unten in Westachse, ganz Westachse, ganz im Süden von England. Hier ist der, ja, machen wir nicht so schnell, Winchester. Hier ist der Schnellreisepunkt. Und da sind wir jetzt hin. Und wenn wir jetzt, ohne die umzubringen, die nur bestehlen, dann nehmen wir die Fähigkeit. Die nennt sich Blitzschnell. Die ist hier, bei mir auf der Taste 3.
die bewirkt, dass wenn man die drückt, dass dann eben die Zeit für andere ja quasi nicht stehen bleibt. Also die sind dann wie eingefroren. Ja, und abroll. Ups, ja, hat nicht wehgetan. Papa hat gar nicht gebohrt. So, nochmal. Ich hoffe, dass es jetzt gleich funktioniert. Anfang. Hier mal die 3 jetzt drücken. Jetzt ist es schnell. Jetzt gehe ich hin. Stehlen. Zack. Beklaut und abhauen. Jetzt habe ich Titan und Tungstenbahn bekommen. Jetzt schnauft der Eivor etwas schwer. Zu viel Met wieder in der Methalle getrunken. Kein Sport gemacht. Also, jetzt haben wir ihn beklaut. Und jetzt können wir speichern. Also, wenn ihr diese Patrouille da unten meuchelt, die da jetzt laufen, dann könnt ihr natürlich nicht einfach wieder laden. Dann müsst ihr wegreißen. Mache ich jetzt aber nicht. Ich meuchel die jetzt nicht. Dann müsst ihr wegreißen. Und zwar hier runter. Hier an den Schnellreisepunkt. Das ist der ganz da unten. Das ist, dann funktioniert das. Hier speichern. Dort wieder laden. Zurückreisen. Und dann ist die Patrouille wieder da. Okidoki. Dann haben wir das abgehandelt. Dann kommen wir mal zum nächsten Punkt. Und dann kommen wir mal zu dem Punkt. Für das Schwert, Fischschwert. Kann ich mal ins Wasser stellen? Ja, kann ich. Brauchen wir ja die großen Fische. Der große Blattfisch und der große Makrele. Und die gab es ja die ganze Zeit nicht. Aber die gibt es jetzt seit dem Patch. Und zwar sind wir hier unten. Westseeachse. Müsst ihr ganz nach links. Und genau hier in der Bucht hier gibt es den großen Blattfisch. So. Sprudelt, so viele Fische sind hier. Und hier der große Platte. Sag mal, warum willst du denn nicht raus? Jetzt hier, jetzt. Zack, aber jetzt da. Achtung, der große Platte, komm mal dran. Beiß. Nimm's Würmchen. Na los. Na, jetzt hab ich ihn. So, jetzt muss man hier mal sehen. Mal klicken hier. Oh, der ist aber richtig groß. Oi, oi, oi. Ist das ein übler Typ. So, mal hier 10. Oh, ein Riesenblatter. Guck doch. Ein Riesenblattfisch. Komm her. Hopp, komm raus. Sei so lieb. Komm, hoppa. Jetzt, da ist er. Guck. Alter, was ein Riesengerät. Zack, rein in den Rucksack. Die Scholle groß. Blattefisch. Für die große Makrele. Was ist das da? Sandbank oder was? Guck doch, wie schön. Für die große Makrele müssen wir nach Norwegen reisen. Machen Norwegen. Zack. Hier nach oben. Auf diese Insel. Hier hin. Da, was haben wir da? Jawohl. Die haben wir schon ein Bild. Michael Burger. Die große Makrele. Also reisen wir hier hin. Oh, fress dein Wurm. Nimmst den Wurm, du willst ihn doch auch. Den lecker Wurm. Ah, jetzt. So, mal gucken, ob das eine große Makrele ist. Ah, mal hier. Klicker hier. Tastatur. Und. Oh, ein Monster. Das sieht gut aus, wie eine große Makrele, oder? Jawohl, Makrele groß. Habt ihr gesehen? Da. Funktioniert. Da sind wir zurück. Ja, wenn euch das kleine Video gefallen hat, wie gesagt, Daumen hoch, Abo würde ich mich freuen. Bleibt gesund. See you. Bye bye, euer Chili.